Ja, hallo zusammen, merci, dass ihr gekommen seid. Ich habe euch mit diesem Humor hier runtergelockt. Es geht um das Internet der Dinge, also wenn so Alltagsgegenstände mit dem Internet verbunden sind. Das ist der Arduino, wer kennt den schon oder hat den schon gesehen? Super, es ist ein kleiner Computer, der hier in den Humor reinpasst. Und wo ein Programm laufen kann, so wie euch ein Grosscomputer. Er hat keinen Bildschirm, dafür hat er so kleine Steckplätze, wo man Sensoren einstecken kann. Hier sehen wir, wie man den programmiert. Man schließt den Arduino mit einem USB-Kabel am Laptop an. Und das Programm sieht ähnlich aus wie das, was ihr vielleicht jetzt gerade programmiert. Was braucht ihr jetzt gerade für eine Sprache? Sorry? PHP, okay. Und Mindstorm, sonst noch jemand? Den Arduino programmiert man mit einer Sprache, die Arduino heisst und ähnlich ist wie Java oder C. An den Steckplätzen, die es hat, kann man so Sensoren dran stecken. Mit denen kann man eigentlich die Umwelt wahrnehmen. Also da ist ein Bewegungssensor, wie der das Licht ein- und ausschaltet. Oder ein Knopf zum Draufdrücken, dass man verschiedene Sachen steuern kann. Oder Temperatursensor, Bewegungssensor, wie sie euch im Telefon drin hat, Accelerometer heissen die, die wissen, wie das etwas im Raum ist. Oder einfach ein Lämpchen oder ein Distanzsensor, der weiss, wie nahe das etwas ist. Vielleicht, wenn ihr jetzt Mindstorms braucht, habt ihr auch so Sensoren. Und das ist der Smart Humor, das ist die Puppe, die könnt ihr mal anschauen. Der schaut im Internet, ob Simpsons kommt und wenn es kommt, schaltet er mit seinen Infrarotaugen den Fernseher ein. Jetzt schauen wir zusammen an, wie der funktioniert. Am besten, wenn man so ein Projekt baut. Also die Idee hatte ich am Anfang schon, ich wollte den so bauen, aber wie komme ich jetzt dorthin? Am besten fängt man schrittweise an. Eine kleine Zwischenfrage, versteht jemand nicht Schweizerdeutsch? Also, ist es besser, wenn ich Schriftdeutsch spreche? Okay, super. Der erste Schritt, den man machen kann, ist, normalerweise steuert man mit dem Fernseher, mit der Fernsteuerung den Fernseher. Und darum habe ich hier eine Fernsteuerung genommen und einen Infrarotempfänger und einfach mal geschaut, was die Fernsteuerung schickt, wenn ich am Fernseher sage, ich möchte auf den Kanal Nummer 2. Dann habe ich mit meinem Arduino das gelesen und einfach mal aufzeichnet, was da rauskommt. Wenn man so einen Sensor ansteckt am Arduino, dann hat es am besten googelt man einfach den Namen vom Sensor plus Arduino und dann findet man so eine Zeichnung, wie man das meistens zusammenstecken muss. Das ist jetzt eine Schaltung, die eben den Infrarotempfänger hat und ein Lämpchen, das mir zeigt, was reinkommt. Der nächste Schritt, wenn ich das Signal gefangen habe auf meinem Computer, kann ich es dann auch wieder schicken. Für das brauche ich ein kleines Infrarot-LED-Lämpchen, das Infrarot senden kann. Also, wo das Signal, das aus der Fernsteuerung kommt, aus meinem Arduino schicken kann. Dann habe ich jetzt ein Arduino, das gleich gut ist wie meine Fernsteuerung. Also, ich kann sagen, mach den Fernseher an und schaut auf den Kanal Nummer 2. Das sieht aber noch nicht so super aus, es sieht ein bisschen gebastelt aus. Darum habe ich dann das LED-Lämpchen einfach ins Auge vom Humor reingetan. Und ein Kabel durch den ganzen Kopf, das sieht man hier, wie das Kabel hinten rauskommt. Und jetzt habe ich eigentlich schon die Verpackung von diesem Lämpchen. Dann muss ich noch den Arduino selber rein tun. Für das habe ich einfach den Rücken vom Humor aufgemacht, eine kleine Operation, ein bisschen von dem Füllmaterial, das es drin hat, rausgenommen und alles schön reingestopft und am Schluss wieder zugenäht, wie der Doktor. Da hinten sieht man auch noch, wie das Internetkabel rauskommt. In diesem Fall haben wir so ein Ethernet-Schild verwendet, also dass das Kabel Internet hat. Man kann das gleiche auch mit Wi-Fi machen, dann hat es nicht einmal das Kabel. Was man auch noch braucht, ist ein Stromanschluss, dass der Humor genug Saft hat, um dann das Signal zu schicken. Und jetzt ist noch die Frage, wie findet der Humor heraus, dass Simpsons kommt?
Für das habe ich so ein Online-Fernsehprogramm vom SRF genommen. Da kann man einfach suchen. Ich habe da nach Simpsons gesucht. Und jetzt habe ich da schon eigentlich die Antwort. Also die nächsten Simpsons kommen heute am 1 zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, wie kann mein Arduino das lesen? Also ich kann das gut lesen und dir auch, aber der Arduino, wie findet ihr jetzt heraus, wo, dass die, wenn die Sendung kommt? Und für das kann man coolerweise beim Schweizer Fernsehen so ein Suchabo bestellen. Und wenn man das macht, kommt man das heisst, ein XML-Dokument über, also so eine Darstellung, die dafür gemacht ist, dass Computer die gut lesen können. Und das hat auch eine URL, also mein Arduino kann ins Internet kann sagen, gib mir diese Webseite, nämlich eine Suchanfrage, wenn Simpsons kommt. Und in der Antwort sehe ich dann so, dass der Computer gut lesen kann, sehe ich, wenn es kommt. Also da ist jetzt 12. November um 12:30. Und weil das keine Bilder und Sachen drin hat, wie diese Webseite hier, kann mein Arduino viel einfacher da durchsuchen, bis zum richtigen Ort und dann die Zeit rauslesen. Und der Sender ist da auch noch. Also ich muss dann wissen, dass Pro7 bei mir auf dem zweiten Kanal ist. Dann muss ich noch wissen, was für Zeit ist. Der Laptop hat selber eine Uhr drin und der weiß, was für Zeit ist. Aber der Arduino hat keine so Uhr und darum muss er auch im Internet fragen, was ist jetzt für Zeit. Und für das kann man zum Beispiel Google-Seiten aufrufen und nur den ganz ersten Anfang der Seite lesen. Dort steht dann drin, was jetzt gerade für Zeit ist. Mit diesen beiden Sachen zusammen, also mit dieser Information vom TV-Programm, wenn Simpsons kommt, und mit der Information, was jetzt für Zeit ist und für das Datum, kann ich dann herausfinden, wenn das mein Humor soll den Fernseher einschalten. Das Ganze, wenn ihr das nachbauen wollt, ist auch da genauer beschrieben. Das ist so eine Seite für Projekte, die die Leute selber gebaut haben. Also ich habe den Humor gebaut und habe ihn dann dort drauf da. Und die Seite heisst Instructables. Es ist leider alles auf Englisch, aber vielleicht könnt ihr das auch automatisch übersetzen von Google, um zu schauen, wie man so etwas baut. Das Gute an dieser Seite ist auch, wenn ihr ein Projekt habt, das die Leute sehen wollen, dann hat so hier eine Anzeige, wie viel das jetzt das schon angeschaut haben. Und durch das verbreitet sich dann auch das im Internet, das Projekt. Mit dem Internet der Dinge kann man auch noch andere Sachen machen. Vielleicht auch ein bisschen schleuere, als jetzt nur Simpsons ein- und ausschalten. Da ist ein Beispiel, dass man Umweltdaten erfassen kann. Das ist von einem Kollegen von mir, der als Profi so Temperatursensoren an Bäumen klebt, um zu schauen, wie warm das ist. Und mit anderen Sensoren schaut er, wie schnell das der Baum wächst. Das brauchen Biologen, um etwas zu lernen über Bäume. Oder die Bauern, um zu wissen, wann das der rechte Moment ist, um etwas zu ernten. Es gibt da auch verschiedene Sensoren, die sind eigentlich gleich wie beim Arduino, einfach besser eingepackt, dass sie draußen funktionieren und nicht eingefrieren im Winter zum Beispiel. Die Daten, die dann rauskommen, die sehen ungefähr so aus. Da ist die Bodentemperatur von einem ganzen Monat. Man sieht, wie es immer auf und ab geht. Das ist immer Tag und Nacht, weil es am Tag etwas wärmer ist, wenn die Sonne scheint. Und dann sieht man auch, dass es über den Monat kälter geworden ist, weil jetzt der Winter ist. Und das Ganze muss jetzt irgendwie von dem Sensor, der am Baum ist, auf die Internetseite kommen. Und für das gibt es ein Funknetzwerk, das heisst LoRa. Das ermöglicht mit so Basisstationen, ähnlich wie beim Handy, dass man Daten schicken kann über Funk, über mehrere Kilometer. Vom Arduino ins Internet, über das Netzwerk. Und speziell bei diesem Funknetzwerk ist es noch so, dass Hobbyleute, also ich und meine Freunde, die Infrastruktur auch selber bauen. Also wir haben solche Basisstationen auf unserem Hausdach
und die Leute können die dann brauchen. Wenn man das mit dem Arduino benutzen will, dann gibt es so einen Shield. Also wie wir vorher Ethernet draufgesteckt, kann man auch das LoRa draufstecken. Und von dort, wenn es mal in dem Server ist, von dem Things Network, wie das heisst, dann kann man es von dort wieder rausholen und auf eine Seite schicken, wo es dann dargestellt wird. Leider schneidet jetzt da der Beamer das ab. Man sieht auch hier, wie man einen Temperatursensor anschließt. Das ist ganz einfach mit 3 Kabel. Und dann kann der Arduino Temperatur fühlen. Da sieht man noch, wie viele von diesen Basisstationen das es schon hat, in Zürich. Also da ist Stadt Zürich, da hat es schon ein paar. Am See entlang hat es noch nicht so viele. Ich glaube, da ist ungefähr Stefan ist da. Meile ist da, da hat es noch eine. Und bei jedem solchen grünen Marker hat es im Umkreis von 5 bis 10 Kilometern das Netzwerk. Also kann man so Sensoren raus tun. Ich habe vorher gehört, dass jemand ein Veloschloss wollte bauen, wo man sein Velo teilen mit anderen Leuten teilen kann. Und für so ein Schloss wäre das zum Beispiel ein super Netzwerk, weil das schon in der ganzen Stadt vorhanden ist. Wenn ich nur WLAN brauche, dann sobald ich über 100 Meter von meinem Haus weg bin, habe ich keinen Empfang mehr mit dem Arduino. Aber bei diesem LoRa kann ich mehrere Kilometer. Ja. Das hat einen Nachteil? Ja, das hat einen riesengroßen Nachteil, nämlich dass man nur sehr wenig Daten schicken kann. Für ein Veloschloss aufzutun, reicht es gerade noch. Oder für die Temperatur zu schicken. Aber wenn ihr nur einen Tweet schicken wollt, also eine Twitter-Meldung, dann geht es eine Viertelstunde, um die zu übertragen. Und Video schauen ist total unmöglich. Das geht wahrscheinlich ein Jahr, um ein Video zu übertragen. Aber für so kleine Sachen ist das eben gut genug. Da ist so ein Sensor, den könnt ihr auch anschauen. Und wenn jemand auftun kann, könnt ihr ihn auch auftun und auseinander. Wenn das jemand interessiert, das genauer anzuschauen, dann gibt es eben das Things Network Zürich. Das ist alles Open Source, die ganze Infrastruktur. Und auf dem Slack, das ist so ein Chat, kann man dort Informationen dazu bekommen. Das ist eigentlich schon alles. Merci, dass ihr schnell eine Pause gemacht habt vom Programmieren.